Ich glaube, ich habe meinen Mund zu weit aufgerissen. Ich habe nämlich gewettet mit Christian vom Hofe, dass ich es schaffe, 100,5 Euro als Straßenmusiker einzunehmen. Ich habe alle Instrumente dabei. Lorenz, was meinst du? Werde ich es schaffen? Also du hast dich auf jeden Fall weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich meine, du bist ein kleines Kraftpaket, du kriegst es hin. 100,5 Euro sind schon viel, was? Ja, ich weiß. Ich meine, aber du hast eine Blockflöte, du hast eine Bongo, das wird ganz großes Kino. Und ich habe heute natürlich auch Unterstützung von Harry Potter. Vielen Dank. Also im Moment sieht alles danach aus, als würde Daniel Kuhs der erste Straßenmusiker, der trotz Genehmigung vom Ordnungsamt verbannt wird. Ich bin auch Musiker. Ach, Sie sind auch Musiker? Ja, ich bin schon seit 30 Jahren. Ich spiele heute noch in einer Band. Der Lorenz hat mir so eine kleine Gitarre gebracht, aber mal ganz ernsthaft, das ist doch keine Gitarre. Das ist eine Gitarre. Und jetzt geht's richtig los. Oh, Salamio! Nein, nein, nicht nur lachen, einfach hier mal ein bisschen Geld unterstützen. Junge Nachwuchsmusiker. Ich bin so hart, ich bin das Tier im 100,5 Revier. Yeah! Eine kleine Spende für den kleinen Kusi. Eine kleine Spende für den kleinen Kusi. Wäre jetzt ganz schön. Ich bin so traurig. Die Wette schaffe ich nie. Kassensturz. Mal gucken, wie viel ich eingenommen habe. 50, 70, 80, 1 Euro, 1,25 Euro. War knapp.